endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Den Schlüssel für die... Vielleicht einer deiner Kumpel? Warst du es? Warst du... Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel... Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Ich glaube, der hier war's nicht. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Ich glaube mein... Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Aber in... Der hier war's nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Guck mal, Harvey, der alte Salon. Genau wie wir ihn verlassen haben. Unheimlich. Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar. Mattis hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Zu... Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Kannst du da drinnen was sehen, Harvey? Ich bin ein Hase und keine Katze. Weißt du noch, Harvey,
Durch diese Tür kam ich immer, wenn es Essen gab. Du bist manchmal extra vorher durch Matsch gelaufen, um Spuren zu hinterlassen. Psst. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Beneidenswert. Er steht über allem. Sieh mal, Harvey, der Mond. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ich sehe da drinnen viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Ein Kessel voller Buntes. Guck mal, Harvey, die alten Töpfe mit der Fassadenfarbe. Wir haben früher immer Kieselsteine angemalt und Alfred erzählt, dass ein Smarties. Ich weiß nicht, was komischer war. Sein Blick oder das Geräusch? Erinnert dich dieses Rad an etwas, Harvey? Ja, an viele schöne Radtouren und an die allherbstliche Nacktschneckenjagd. Weißt du noch, als wir mit Alfred Zahnarzt gespielt haben? Ich glaube, das war der Tag, an dem Dr. Marcel Mattis verprügelt hat. Erinnerst du dich an diese Handschuhe, Harvey? Na klar. Einmal haben wir darin Nacktschnecken gesammelt. Am nächsten Tag wollte Mattis die Hecke schneiden. Stattdessen sperrte er sich den ganzen Tag im Badezimmer ein. Weißt du noch, wie wir früher immer Alfred eingebuddelt haben? Du warst die schnellste Schippe im ganzen Dorf. Erinnerst du dich an die Schneeschaufel, Harvey? Na klar. Sie war das wichtigste Utensil, wenn wir Planierraupe gespielt haben. Noch wichtiger als Alfred. Für einen Straßenbelag hat er einfach zu viel gezappelt. Erinnerst du dich an die Harke, Harvey? Na klar. Damit haben wir früher immer Alfreds Sandburgen zerstört. Zumindest in dem Monat, in dem der Rasenmäher in Reparatur war. Guck mal, Harvey. Der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jagd den Frosch spielen. Ach, Harvey. Wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das... Entschuldigung.
gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Oh nein, es klemmt. Auch das noch.